Nachbarschaftsstreitigkeiten gehören für Michael Weber und Christian Reuter zum Polizeialltag. Die Fälle häufen sich allerdings und werden immer brutaler. Klopf, klopf, klopf. Ja, gute Idee. Aufhören! Mal aus! Ich hab Wasser abgedreht. Nachbarschaftsstreitigkeiten werden in unterschiedlichen Formen ausgetragen. Dass jetzt hier ein Nachbar den anderen Nachbarn mit einem Hochdruckreiniger jagt, das haben wir auch noch nicht erlebt. Aber auch so ein Gerät kann tatsächlich schlimme Verletzungen hervorrufen. Ist das ja, ihr's? Klar. Das geht aber immer so, wer ist denn hier im Garten jetzt? Das ist mein Garten und er ist hier rein und hat meine Fische umgebracht. So, wer sind Sie denn? Ich bin sein Nachbar. Das ist sein Nachbar hier, ist richtig, ja. Und der hat meine Fische getötet. Ich habe doch nicht deine Fische. Moment, natürlich hier, hast du meine Fische getötet. Hallo, Moment, gucken Sie mal bitte hier. Wie kommen Sie denn drauf? Ja, gucken Sie mal bitte. Hier ist die Aufzuchtstation, ja, überall Böller drin. Zum Glück hat er die noch nicht erwischt. Da wollte ich jetzt auch fernhalten. Darf ich hier raufgehen? Ja, klar. Gucken Sie sich das mal an. Den habe ich schon rausgenommen und hinten wollte ich sie schon beerdigen. Tun das Sie ist doch lebensgefährlich, was der hier macht. Der schikaniert dauernd. Moment, hier, Moment. So, tun Sie mir einen Gefallen. Sie wohnen hier nebenan. Ich wohne nebenan. Gehen Sie bitte rüber und wir kommen gleich zu Ihnen und Sie zeigen uns mal alles und dann wird das hier aufgeklärt. Wie kommen wir hier kommen gleich zu Ihnen, ja? Wie kommen Sie darauf, dass er die Böller da reingeschmissen hat? Wie soll das sonst gewesen sein? Nein, ja, sagen wir mal so, er schikaniert mich dauernd von drüben. Der kann das alles nicht leiden, was ich hier tue. Humort das jetzt schon seit längerem hier? Ja, schon was länger, ja. Eine Hand wäscht die andere, Sie geben ihm was, er gibt Ihnen was. Ja, so, dann zeigen Sie mal. Jetzt ist halt ausgeartet, ne? Also die Einsätze in Bezug auf häusliche Gewalt und Lärmbelästigung haben in dem letzten Jahr in der Situation, die wir jetzt haben, ordentlich zugenommen. Also das sind fast 60-70% der Einsätze, die wir fahren an die Hausanschriften. Es ist natürlich auch so, dass viele Menschen zusammenhocken aus irgendwelchen Gründen, ob es jetzt Homeoffice ist, ob es jetzt Homework ist. Viele Leute sind in Kurzarbeit, sind die Masse der Zeit zu Hause. Da sind die Zündschnüre natürlich relativ kurz. Und da geht man sich ja auch in der Wohnung selber schon ein bisschen auf den Eimer, sage ich mal. Und dann kommt noch ein Nachbar dazu, der einen auch nervt. Was man früher akzeptiert hat, will man jetzt nicht mehr akzeptieren. Und dann geht man gegeneinander vor. Und das geht dann bis zu Schlägereien, also wirklich bis zu Gewalttätigkeiten. Und da kann man einfach nur sagen, man muss das aussitzen, Ruhe bewahren und vielleicht mal mehr mit dem Nachbarn sprechen, als wie man das vorher gemacht hat, wo man gewisse Dinge akzeptiert hat. Und wenn man es nicht akzeptiert, dann muss man einfach mal ein Wort sagen. So einfach ist das. So, jetzt habe ich hier schon mal angefangen, die Gräber zu machen hier. Die hat er alle getötet auch, ja? Die waren jetzt in dem Aquarium drin? Die waren jetzt in der Aufzuchtstation, okay. Ja, ja, genau. Oh. Ja, und jetzt wollte ich die halt, weil es ist halt mein Ein und Alles, ne? Das wären halt die schönen Großen. Sie leben alleine oder ich lebe Familie? Alleine hier, ja. Alleine, gut. Und wann soll er die Knaller denn da hängen? Gucken Sie doch mal! Da, jetzt schon wieder! Das denn alle, oder was? Der macht immer so einen Scheiß. Der ist doch gerade jetzt rüber. Wie heißt der? Wie heißt der? Jan. Ja. Hey! Hey, mach mal die Musik aus, komm wieder rüber! Jan! Jan! Ist er am Brüllen oder was meint er? Geh dir mal holen. Nachdem wir dann hier so ein bisschen deeskalierend gewirkt haben und den einen Nachbarn, den Jan, zu sich rübergeschickt haben, ertönte plötzlich ohrenbetäubende Musik, eine Rauchschwade zog zu uns rüber. Da hat der Jan dann da drüben, der Hendrik da, Theater gemacht, sodass wir das auch wieder unterbinden mussten. Also wenn das wirklich schon so weit ist wie im Kindergarten, da traut man den Parteien wirklich alles zu. Und also das ist für uns nicht verständlich. Was ist los? Was ist bei Ihnen nicht richtig? Ich kann mich als Mörder bezeichnen. Er hat ihm ja alle Lappen am Zaun. Was für ein Mörder denn? Ja, der hat doch gesagt, ich soll seine Fische hier ermordet haben. Wer soll ich denn hier sein? Sie sind aber immer noch kein Mörder. Ja. Und was soll das jetzt? Sind Sie irgendwie... Hören Sie, der Mann ist nicht... Der ist mit Aufmerksamkeit oder was? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Der meckert bei jedem Radio, das ich abspiele. Ja, das war ja schon ein bisschen zu laut, was Sie da gemacht haben. Ja, das muss man ja auch mal ein Zeichen setzen. Und was war das mit diesem Qualm da? Da haben Sie den Grill angeschmissen oder was? Ja, der beschwert sich halt bei allem. Der muss auch mal verstehen, was hier los ist. Also da will ich mich auch beschweren, sag ich ganz ehrlich. Mit der Musik da, man kann... Ja, aber haben Sie gesehen, was er hier gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, wieso man nicht in Frieden wohnen kann. Sieht man normalerweise nichts und gar nichts. Am besten. Ja, ich glaube, das geht hier auch. Jan, da bist du ja. Was machst du hier? Ich bin zurückgekommen, ey. Mein. Hallo, erstmal. Hannes, was machst du denn hier? Du warst doch jetzt gerade vor einer Sekunde noch da drüben und hast mir mit deinem Blaugebläse unterm Rock...
Was geblasen. Hat er gemacht? Ja! Was hast du und dann hat er das auch noch gefilmt. Dann hat er das auch noch gefilmt und ist dann maskiert abgehauen. Sag mal, geht's dir gut oder was? Wir gehen mal rüber, wir gehen mal rüber. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Ja, wir gehen mal rüber. Wo soll er denn gewesen sein? Weil er ist die ganze Zeit... Ja, aber er ist halt jetzt schon... Hallo? Wie soll ich denn da irgendwo gewesen sein? Ja, ja. Wir gehen mal rüber. Übrigens kann ich dir alles tun. Direkt hier vorne vor. Sie sind die Frau... Ich bin, Frau. Ich bin Nina Hendrik. So, Frau Hendrik, wir sind die ganze Zeit jetzt gerade mit Ihrem Nachbarn sind wir hier. Ja. Also der hat jetzt vor, wann soll es passiert sein? Vor ein paar Sekunden nicht. Nee. Zeigen Sie es mal, wo das passiert sein soll. Wo denn? So, einmal folgen Sie meinem Kollegen, Sie können gerne mitgehen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ja. Und dann stand er hier maskiert, hat mir mit seinem Laubgebläse unterm Rock geblasen, hat das aufgenommen und ist dann auch noch maskiert abgehauen. Warum, also, sollte er denn maskiert hier stehen? Der stand da mit uns da. Was hat er denn für Sachen angehabt? Ist das der Hut von ihm hier? Das ist doch dein Hut, den hatte doch immer bei der Gartenarbeit an. Das ist doch dein Hut. Ja, was macht der hier? Der gehört normalerweise in meinen Schuppen. Ja, da ist der eigentlich immer. Ach, Freunde, ey. Was ist denn das hier? Zeigen Sie mal, wo der normalerweise. Wo kommt der her? Angelhaken, muss man aufpassen. Ja, natürlich, passen Sie auf. Ja, ja. Sehen Sie mal, was die für einen Scheiß erzählen. Ich war doch die ganze Zeit hier. Ja, ihr könnt ruhig gehen, oder? Ja. Das ist wieder eskaliert hier. Die Lage wird noch verzwickter, als die Beamten im Schuppen des Frührentners Böller entdecken. Und zwar genau solche, mit denen auch die geliebten Fische des 57-Jährigen aus dem Leben gerissen wurden. Das hat eine Tür aufgebrochen. Sie kriegst ja auch leicht auf. Ne, ja, so ein klar, Ding. Aber die Frage ist natürlich, ob sie ihm jetzt einen reindrücken wollen und das selber dahin gelegt haben. Das macht keinen Sinn. Ich bringe doch nicht meine Fische um. Ja, aber wenn ich mit den Böller, die lege ich ja nicht hier einfach auf den Boden. Wenn ich Böller habe, dann packe ich die irgendwo ins Regal oder was. Aber die schmeiße ich ja nicht auf den Boden. Vielleicht muss es schnell gehen, ich weiß es nicht. Nee, aber also, das ist ja Kindergarten hier. Ja, was ist los hier? Mann, das ist doch nicht normal. Mann, ich will damit auch nichts mehr zu was tun haben. Was sollen wir denn mit deinem scheiß Anglerhut und irgendwelchen Böllern zu tun haben? Ich hab auch, Moment, ich hab einen Drohbrief erhalten. Das ist die Höhe, Alter. Auch noch. Kann ich ihn geben. Wer gesagt? Dann habe ich auch noch Fotos, die mich bei der Gartenarbeit zeigen. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Wollt ihr jetzt behaupten, ich hätte das gemacht oder was? Wer soll es denn sonst gemacht haben? Ja, natürlich, klar. Wer soll es denn sonst gemacht haben? Drohbrief schreibe ich jetzt das noch. Geht ja, na, so natürlich. Weit. Ich mache so, du schreibst keinen Drohbrief, aber ich soll Böller in dein Aquarium schmeißen oder was? Ja, das ist nur eindeutig. Ja, hier, gucken Sie mal. Das Zeichen da, ja? Ja. Wo arbeitet sie? Na? Weiß ich nicht. Ich hab da im Krankenhaus. Wo gibt's da sowas? Ich bin Ärztin. Ich habe noch nie was aus dem Krankenhaus mitgenommen. Ich habe das gerade. Okay, aber vielleicht um einen Brief zu fingieren hier und mich zu beschuldigen oder sowas. Ich würde mal gerne wissen, was ist denn der Ursprung des Streits? Weiß man das? Ach, herrscht schon die ganze Zeit immer Krieg. Ich versuche mich schon immer da rauszuhalten, weil es einfach Kindergarten ist. Als sich Christian Reuter die Stelle genauer anschauen möchte, von wo aus die Fotos vermutlich geschossen wurden, macht der Beamte eine überaus interessante Entdeckung. Und auch dieses Mal will keiner der Nachbarn etwas damit zu tun haben. Hier hängt eine Kamera. Wie bitte? Hier hängt eine Kamera. Haben Sie die aufgehängt? Nee. Also das geht aber jetzt wirklich zu weit, warum oder? Soll ich eine Kamera hier aufhängen? Also wenn ich hier eine Kamera aufhänge, dann vielleicht so, dass sie meinen Garten beobachtet, falls jemand hier reinkommt. Deinen oder unseren, ne? Ja, wem immer habe ich denn mit eurem Garten wem immer sie jetzt aber auch ihr seid beim Du, ja? Ja, also ja. Das ist ja schon mal ein... Wem immer sie auch war, ich habe jetzt das Kabel mal abgeschnitten, weil dann können wir mal... Ja, vielleicht sind da ja Fingerabdrücke drauf, ne? Dann können wir danke. Gute Idee. Danke, Herr Sherlock Holmes. Ja, gerne. Gute Idee. So, ich brauche dann mal... von allen die Ausweise, dann gehen wir mal kurz zum Auto und bringen die Kamera weg. Ja. Und dann überlegen wir uns mal Fahrzeug. Entschuldigung. Ja. Und dann überlegen wir uns mal Fahrzeug, wie wir da jetzt weiter vorgehen, weil das ist ja kein Zusammenleben hier. Das heißt immer, wenn der Nachbar nicht möchte, dass man in Ruhe lebt, dann lebt man auch nicht in Ruhe. Das und ist ich gehe mal davon aus, Sie möchten auch nicht, dass Sie jetzt noch weiter hier im Garten sind, ne? Wenn Sie sich benehmen. Nein, aber natürlich nicht. Nein. Was ist denn hier los? Ja, wir gehen einmal raus, dann müssen wir erklären. Und dann machen wir mal eine Gefährdeansprache, damit hier Ruhe ist. Fahren wir hier fünfmal in die Straße wegen Theater, das kann doch nicht wahr sein. Wir wollten hier den Sachverhalt dann bei unserem Streifenwagen fixieren, also da kurz was zu schreiben und auch unserer Leitstelle kurz Bescheid geben. Ich bin dann durch Zufall an den Mülleimer der Familie Hendrik gegangen, konnte dort genau die Gefahrenaufkleber feststellen in dem Mülleimer, die auf diesem anonymen Schreiben waren. Des Weiteren konnte ich noch ein Brecheisen feststellen. Also das wurde von Puzzleteil zu Puzzleteil wurde das immer mehr. Zuvor hatten wir die Böller beim Herrn Bayer im Schuppen gefunden. Also das war so etwas von kurios. Da mussten wir erstmal Licht ins Dunkle bringen. Also Sie haben sich jetzt die Drohbriefe selber geschrieben?
Mit dem Brecheisen, haben dann die Hütte aufgebrochen. Das ist doch ein Quatsch. Das ist doch Ihr Mülleimer, oder nicht? Ja, das ist unser Mülleimer, aber also ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie war das nicht? Also, das ist total lächerlich jetzt gerade. So, und der Nachbar, der war auch eben nicht, also, wo Sie sagen, hier mit dem Laubbläser, da war der bei uns drüben. Also der war jetzt nicht hier in letzter Zeit. Wer ist das jetzt hier? Das ist der Gärtner von dem Vogel da drüben. Ja, ich pack das mein Auto. Kein, das gut, kann ja nicht gut sein. Zu sprechen oder was? Der Gärtner von ihm drüben. Ja. Okay. Hallo. Sind Sie öfters drüben da oder was? Weißt du, was die Idioten gemacht haben? Die haben die Fische umgebracht. Das ist gar nicht was Großes, Polizei. Die haben die Fische umgebracht. So. Ja. Komm mal echt? Ja. Lassen Sie mal den Gärtner aus dem Spiel. Ich werde aber trotzdem, wenn Sie wieder kommen, also. Wenn Sie, nein, du musst dir das angucken. Wenn Sie heißen wie? Ich bin der Benedikt Wolf. Ja. Herr Wolf, ich bin der Gärtner hier. Reuter. Ja. Wenn Sie da öfter im Garten arbeiten, haben Sie hinten in der Hecke eventuell diese Kamera schon mal gesehen? Nee, ich weiß von nichts. Keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Was machen Keine Sie denn? Ahnung, wir haben ihn. Also ich mache den Garten, aber ich mache hier... War die Hecke auch, oder was? Wir haben Ihnen jetzt auch nichts vorgeworfen. Wir tun jetzt direkt in so eine Abwehrhaltung. Das war jetzt nicht unser Ansehen. Ich habe noch nie die Kamera gesehen. Das gespielt ahnungslose Verhalten des Gärtners hat die Beamten misstrauisch gemacht. Und sie werden den Verdacht nicht los, dass der 31-Jährige irgendetwas zu verbergen hat. Ist das Ihr Laptop? Wofür brauchen Sie? Mein Laptop, ja. Ja, für ein paar Dinge und so, ne? Für Dinge? Ja. Für was? Warte mal ganz kurz. Aber ich weiß gar nicht, warum gehen Sie jetzt da dran? Das ist ja mein Eigentum. Wir gehen ja noch gar nicht da dran. Frau, was hatte derjenige, der mit dem Laubbläser da Ihnen zugesetzt? Die Kleidung war komplett schwarz, komplett. Okay. Können Sie mal gerade den Kofferraum aufmachen, bitte? Kann ich machen, ja. Das sind ja Gärtner, da sind ja Werkzeuge drin. Ne? Das ist ja erstmal, aber sind da Werkzeuge genau. Drin, ne? Auch ein Laubbläser zum Beispiel. Das sind doch ne? Die Klamotten, die der Laubbläser anhatte. Genau das sind die. Ja? Ja, natürlich, genau dieselben. Das sind die. Okay, oder ist die Kamera doch von Ihnen? Nein. Also auf dem Laptop läuft hier ein ständiger Stream. Streit unter Nachbarn, Achtung, Lachmuskeln aktivieren. Ist das irgendwie so eine Scherznummer oder was? Keine Kamera? Mit einer Decke oder wie? Ja, ich meine, es war halt total lustig. Es hat voll viele Klicks gegeben. War totaler Renner im Netz. Und so eine. Okay, gut, ich gebe zu, die Kamera ist von mir, aber es Influencer. War voller Hit im Netz. Okay. Und, lustig. Das findest du lustig? Ach, Sie haben das inszeniert oder was? Ja, es war jetzt nichts dabei. War einfach nur. Nichts dabei? Cooler Streit, den die Leute gefeiert haben im Netz. Also war ja, ich fand ja das war jetzt nichts Schlimmes. Ne? Und warum? Hast warum? Du das alles, hast du die Fische umgebracht? Und das warum? Kann ja wohl nicht wahr ach so. Sein. Und mit den Bildern machen sie Bilder von der Nachbarsfrau, um es ihm unterzujubeln oder was? Ja, ich wollte. Ich wollte halt ein bisschen anheizen. Dazu. Nehmen Sie mal die Hände aus der Tasche. Noch ein bisschen. Ist Ihnen langweilig oder was? Sind Sie ausgelassen in Ihrem Beruf? Verdienen Sie Geld damit? Mit den Videos, die sie dann ins Internet setzen. Das war einfach ein Hit. Ne? Also es hat, nehmen Sie die Hände aus in der Hosentasche. Ein Hit ist, dass Sie sich damit strafbar machen. Ja, ist ja nichts weiteres passiert. Nee, Sie verstoßen damit aber gegen das Persönlichkeitsrecht. Ja. Unabhängig davon haben Sie dann hier, denke ich mal, wenn die. War er nicht damit einverstanden, dass Sie hier in den Garten betreten, wenn Sie hier nicht unbedingt arbeiten, dann haben Sie die Fische da noch getötet. Das ist eine Sachbeschädigung. Kamera angebracht. Ganz klarer Eingriff gegen Persönlichkeitsrecht und sexuelle Belästigung von ihr. Was sollte das mit dem Laubbläser von ihr? Was sollte das? Was sollte das? Ich wollte, dass es so rüberkommt, als ob das der Herr Bayer ist. Und, hat das super geklappt. Boah, Bene. Hast du von ihm so einen Ausweis? Ich bin da erst mit denen hier. Ihren Ausweis hätte ich gerne mal. Der Mörder war immer der Gärtner. Hier war es nicht der Mörder, sondern ja, absolut durchgeknallter. Also, als wenn er nicht ausgelastet worden ist in seinem Beruf. Er soll dankbar sein, dass er in dieser Situation noch arbeiten kann. Ob es ihm langweilig war, er hat hier diesen Streit provoziert zwischen diesen beiden Parteien. Als Grund dafür nannte er Klicks und Likes im Internet, um da, keine Ahnung, populär zu werden, wie auch immer. Also, für mich erschließt sich das nicht. Er wird sich jetzt verantworten müssen und dann werden wir mal sehen, ob er sowas nochmal macht. Der Gärtner verliert seinen Job und erhält obendrein eine Anzeige. Die Nachbarn haben ihren Streit beigelegt und kommen mittlerweile gut miteinander zurecht.